Action! Weiter! Wie ich diese Britzel-Mutanten hasse. Um einen Krallenschalter zu verwenden, brauchst du Krallen oder was? Wundert mich, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Der Schrott ist älter als ich. Ich komme sofort. Ich bin mal gespannt. Ja, ich weiß, dass ich da hoch muss. Mein Schild, eure Base. Mal rüber. Auf mich gewartet, Mann. Bamsen, Bamsen. Oh, oh. Und Patz. Hier gibt's doch irgendwas zu holen, Mann. Ich muss kämpfen. Im Namen aller Nerds dieser. Fuck. Alter, und ich weiß ganz genau, dass er alleine da nicht wieder hochgehen wird. Ich hoffe nur, die da bleiben da oben. Kommt wieder mit. Aha. Wieso die nie das Geld mit einsammeln würden? Das wäre doch voll geil. Ja, Hulk, Schema. Komm, mach hier weg. Zweimal Mr. Fantastic. Ach so, von einem Punkt zum anderen zu gehen. Einfach nur so durchzuwatschen. Wer bist du behindert? Da oben. Zieh, Digga! Ich hab Angst, dass du dir direkt unten wieder runterfällst, ey. Der kommt da nicht hoch. Pass auf!
Dorf runter! Das war ein bisschen zu knapp. Ich habe verstanden. Scheint sich zuzuspitzen. Anscheinend müssen wir da gleich nochmal rüber. Jetzt holen wir erstmal Hulk nach oben. Ha. So, ich hoffe, ich brauche. Ich habe immer Angst bei diesen Geschichten, dass sie dann einfach mal von selbst runterfallen würden. Alter, was macht der denn da unten? Ist doch nicht sein Ernst. Was zum Fick? Halt. Hä, warum passt der denn da nicht durch? Boah! So, dann krieg ich aber zu viel grad hier. Meine Fresse. Hulk. Ich hoffe, Wolverine kommt einfach gleich. Ich brauch den jetzt nicht. Komm doch mal mit hoch, ey. Alter. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber ist ja egal. Solange bis das Level zu Ende ist. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Bist du drauf, Hulk? Sehr schön. Kommt der Wolverine-Knecht jetzt mit? Ja, genau, erstmal die Blitzoma. Die sind nämlich am schlimmsten. Ey. Natürlich brauche ich Wolverine. Hauptsache, der harzt irgendwo da unten, Alter. Das finde ich einfach dumm, dass die einfach dann zu behindert sind, mitzukommen. Und dann irgendwo am anderen Ende der Map parken. Alter. Moment, sind die jetzt hier oben stehen geblieben? So, dann gehen wir jetzt nach oben und hauen die Bitch weg. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. Ein primitiver Geist. So leicht zu kontrollieren. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Logan, Mastermind lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Ach, den mache ich auch so fertig.
Was machst du nur da oben? Komm gefälligst runter. Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Und wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richards. Zurück! Weg von mir! Komm, fang dich, Flexi! Wie? Wir müssen ihn doch töten, da hilft mir doch. Warum rennen die immer bis zum Abgrund? Nicht. Was ist passiert? Er hat mein Gehirn gesteuert? Moment! Der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören. Komm her. Ha. Schau, da unten. Du warst der Richtige. Kern freigesetzt. Ihrem Kopf. Nicht schon wieder, ey. Mann, wie schwer kann es denn bitte sein, den Mann zu befreien? Ernsthaft, man kann die Freiheitsstatue spielen? Ist ja nice. True Believer! Sir, Magneto hat die Freiheitsstatue entweiht. Was ist nun aus diesem Land geworden? Captain Rogers, ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Lady Liberty geborgen und wieder zusammengesetzt wird. Ehrenwort. Wenn Magneto hier seine Hände mit dem Spiel hat, gehe ich jede Wette ein, er will mit diesem Reaktorkern Asteroid M wieder in Betrieb nehmen. Doom muss an irgendeiner weltraumgestützten Waffe basteln und er braucht den Transport. Bereit, Captain? Bereit, Sir. Solange dieses gutherzige, blauäugige Ding mit anpackt. Liebe Tante Petunia, gern packe ich mit an, Cap. Jetzt geht's! Noch nicht. Warte, bis ihr da seid. Begebt euch jetzt zur Landezone. Black Widow hat den Transport arrangiert.
Los, zum Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen. Ich guck mal kurz, wie lange der Part noch dauert. Bis gleich, Freunde. So, da bin ich wieder. So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, also 5, um genau zu sein. Da können wir noch ein bisschen was schon mal ins Level einsteigen. Yeah! Und noch ein bisschen Coins sammeln. Fallschirm ist was für Pussys, Mann. Das Black Widow und wir springen einfach mal rein. Kann ja nicht so schwer sein, Magneto jetzt mal Einhalt zu gebieten. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Wie aussagekräftig. Klettert hier ohne Kopf rum. Alle Macht liegt nun in meiner Hand. Director Fury. Versuche dich freizukriegen. Das ist ja auch so. Jetzt machen wir erstmal Urlaub hier in Karibik und was. Ist hier nicht irgendwas Nützliches in den Kisten? Scheinbar nicht. Die Bäume das große Übel gehabt. Ben, bist du okay? Ja, sag nur Johnny nichts. Boah, geht dann gleich in die Vollen, ey. Sehr unkonventionell, aber niemand stört's. Ja.
Obwohl ich die Kombi ja auch lustig finde. Hey, bleib hier. Wieso entzieht ihr euch meiner Gewalt? Alter, geht's hier ab. Ich muss erstmal das kleine Geziefer hier platt kriegen. Das nervt dezent. Alter, Stress diese Kanone gerade. Du auch, Oma. Piss dich mal weg hier. So. Body Slam. Hat da jemand einen Garten angepflanzt? Ja, eigentlich kann ich mit Ben auch hier weitermachen. Mal los, Ben hier. Fresse da. Block ich deinen Scheiß halt. Schon mal drüben. Aber wollte doch sagen, er kann auch da rüber springen. An der Wand haben wir etwas, was da hineinpassen könnte. Nee. Wahrscheinlich nicht. So, ich überziehe gerade wieder über 20 Minuten. Das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Bin ich mal hier ran. Erst die Blitzoma. Dann die Eisfans. Feuertyp kriegt gar nichts mit. Das kriegen wir da oben nicht runter. Ben, Sonntagsspaziergang. Okay, ich muss da also hoch. Okay, also so. Das stimmt. Ab in den Dschungel. Unvergleichlicher Aufstieg. Aber wenn jetzt hier eh gleich checkt. Sind das Rieseneier? Hier wohnen Dinos. Die Dinosaurier zurückgebracht. Die stammen wahrscheinlich aus dem Savage Land, aber was machen sie hier? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Dumme Dinos. Fette Brücke für Ben. Aber nein.
wenn man rechtzeitig sieht, was man aufbauen muss. Siehst du, hier ist ja schon was. Ja, ja. Boah, der ist ja größer. Ja, wie ich genau weiß, dass in den Kisten immer irgendein Scheiß drin ist, aber ich tue jetzt mal die Fresse. Ja, jetzt bauen wir uns hier erstmal wieder was Geiles zusammen, aber es geht eigentlich ganz gut hier so mit Ben einfach mal durchzurushen. Wow. Ben. Holy Slam. Schön unkompliziert. Egal, komm weiter jetzt hier im Text. Ja, ich bin nicht wirklich zum Schwimmen geeignet, Cap. Das Wasser ist zu schnell, sogar für mich. Finde deinen Übergang. Da unten kannst du dich ranhängen. Fuck. Er hing sogar schon dran. Na dann, es dauert ja jetzt auch wieder ewig, bis hier drüben ist. So, und... ist ja auch knapp bemessen hier alles. Oh. Ja, du sollst nicht drum rumstehen. Alter! Ben, die Tür ist offen. Ausreicht. Ach,
Ach, dafür sind die Dinger. Na gut, dann ist doch wieder logisch, was man machen muss. Ich hab mich schon gefragt, warum man die nicht kaputt machen kann. Ja, ja, so klärt sich das alles auf, aber ich muss, glaube ich, jetzt echt gleich meinen Part beenden. Und warum springst du runter? Bist du irgendwie behindert? Mann. Aber wir sind auch fast da, wie ich das gerade gesehen habe. Komm, Ben. Run, Boy, run. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich und meine Insel aufsteigen zu sehen. Er macht vielleicht eine Show draus. Er hat eine fliegende Insel? Ist das irgendein Hydra-Trick? Als ob ich das wüsste. Wart's einfach ab. America. Ding, Charles Xavier lässt euch grüßen. Storm. Hey, eine Wettergöttin ist gar kein so schlechter Tausch, besonders für Johnny. Hey, komm zurück, du feiger Hund! Tja, da müssen wir aber den Part beenden, also bis dann.